Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Warriors hier beim Fates DLC. Seit dem letzten Mal habe ich wieder ein bisschen was getan, denn Azura, Nice und auch Oboro sind jetzt mittlerweile alle schon auf Level 49, glaube ich. Und dann habe ich auch noch Folgendes gemacht, nämlich bei Azuras Sakrallanze ist es jetzt so, dass da bei diesem versiegelten Sockel, das wo ja eigentlich mal 10.000 gefehlt haben, Gegner, dass da jetzt nur noch, ich glaube, 24 Gegner oder sowas fehlen, auf jeden Fall nicht viele. Deswegen werden wir jetzt dann gleich am Anfang dieses Parts das dann schön sehen können, wie das Sockel dann freigespielt wird und wie Azura dann wirklich schon eine mega starke Sakrallanze dann haben wird. Legen wir am besten noch mal los, würde ich sagen. Und zwar, ich habe mir überlegt mit der Mission hier, diese Zangenflucht hier für Level 53 sollte noch halbwegs machbar sein. Enders Anden gibt es auch wieder und wir legen am besten auch gleich los. So. Und natürlich werde ich dann hier auch wieder Azura mitnehmen. Die anderen beiden neuen Nice und Oboro schätze ich mal auch, aber vor allem auch Azura, weil ich dann nämlich jetzt zumindest mal 24 K.O.s erreichen will mit ihr, was ich glaube ich schaffen sollte, schätze ich jetzt mal. Und dann wird sie wie gesagt schon eine ganz, ganz starke Sakrallanze auch erstmal haben, was echt ganz cool ist. Natürlich kann die dann auch noch später sogar noch stärker werden, wenn wir dann auch noch halt die finale Mission hier von der Karte abschließen. Und dann nicht nur die Schrift, sondern auch noch diesen Segen oder was es war bekommen. Aber erstmal wäre ich dann auch schon zufrieden, wenn sie auf jeden Fall schon mal etwas stärker werden würde als aktuell. Auf jeden Fall sollen wir hier die Kommandanten besiegen und auch Anna und Owain. Okay, also gegen Anna und Owain, alles klar. So, Azura ist wie gesagt auf jeden Fall dabei. Und dann lass mal gucken, wer denn dann noch alles. Hier zum Beispiel Cohen hat noch nicht so viel, Camilla hat auch nicht so viel. Immer noch Camilla vielleicht mit, ja. Frederick will ich auch mal kurz austauschen. Und zwar dann eben gegen Cohen meinetwegen, genau. Und die haben auch nicht so viel eigentlich, die alle hier. Aber ich will natürlich auch noch, wie gesagt, natürlich die anderen auch mitnehmen. Sprich hier Nice und Oboro schon auch wieder, würde ich sagen, auch wieder spielbar. Wir sind immer noch halt schön neu, sind nur cool. Hier beim Fates DLC, genau. Und dann hier kann ich dann von gerade eben vielleicht Lissa rein. Haben wir die ja noch nicht so viel. Nicht mal Lissa noch mit, ja. Okay. Und dann machen wir das mal am besten so, würde ich sagen. Ja, passt alles. Dann hau ich mal einfach ein Eis und Oboro vielleicht zusammen, ja. Warum denn nicht? Und dann noch Cohen und Azura. So. Und dann noch Lissa und Camilla. Okay. Gut, es war jetzt vielleicht auch wieder nicht absolut perfekt aufgeteilt alles, ich weiß, aber das wird schon irgendwie auch alles passen, weil ich wahrscheinlich eh wieder auch ganz, ganz viel mit Azura, Nice und Oboro natürlich machen werde, weil die halt immer noch schön neu und cool sind. Vor allem dann gleich eben mit Azura mit ihrer dann hoffentlich schon relativ starken Sakrallanze. Also erstmal jetzt dann gleich am Anfang mit ihr irgendwie 24 Feinde oder sowas besiegen und dann sollten wir es auch schon haben. Also erstmal hallo Cohen. Gut, dann hallo ihr Feinde. Erstmal eine schöne Zweier-Kombo. Bam. Und 28 Unfähigkeit freigespielt, alles klar. Können wir das einmal kurz angucken. So. Waffe prüfen. Jetzt haben wir nämlich hier auch wieder wahre Kraft. Genau, Monstertod hat sie ja eh schon. Und damit hat sie jetzt dann auf jeden Fall auch eine Stärke von 240. Alles klar. Es wird dann später, wie gesagt, auf euer auch noch mehr gehen. Mit der Sakrallanze hier. Aber trotzdem bin ich erstmal über eine Stärke von 240 sehr zufrieden. Gut. Genau, ich soll dann die Kommandanten gleich besiegen. Deswegen, dass ich jetzt hier so random Festungen einnehme, ist eigentlich gar nicht mal so klug, würde ich behaupten. Ich werde dann gleich schon eher auch das Richtige tun. Aber ich kann es mal kurz einfach so schnell machen, wenn ich schon hier bin, ohne nicht. Besiege beide Befehlshaber, genau. Kabam! Hält aber sogar einiges aus, dieser Drache hier. Aber kurz noch mal eine 5er-Kombo vielleicht. Na, 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 na. So, hallo Tiki. Aber es ist leider nicht durchgekommen, weil jetzt wieder die Katze in den Weg war. Aber da ist auch schon Tiki. Vielleicht dann gleich gegen sie kämpfen. Yay! Yeah. Also sie dürfte bestimmt auch einiges aushalten, schätze ich mal. Deswegen werde ich dann mich gleich anstrengen müssen, um dann gegen sie auch gewinnen zu können. Ich kann schon mal gucken, was ich dann mit den anderen Charakteren so machen will. Weil hier steht dann nämlich Rowan rum. Und da ist eigentlich Oboro perfekt dafür, deswegen kann dann Oboro gleich mal gegen Rowan hier kämpfen, genau. Und Camilla bleibt mal im Hauptquartier, würde ich einfach sagen, und wird mal ein bisschen beschützen, genau, okay. So, und dann hoffe ich mal, dass Azura dann auch halbwegs geschickt im Kampf gegen Tiki dann sein wird. Ich werde am besten auch gleich einen doppelten Spezialangriff raushauen, den ich dann nämlich gleich auch schon relativ bald voll haben sollte. Denn ich muss ja einfach nur ihren starken Angriff aufladen von Azura. Und dann kann ich den ja raushauen und dann damit ja auch die Spezialangriffsleiste von Cohen zugleich auffüllen. Und damit sollte dann Tiki auch relativ schnell sterben, schätze ich mal. Nochmal eine Zweierkombo vielleicht. So, dass die Leiste weiterhin schnell aufgefüllt wird. Nochmal eine, erstmal ausweichen, ausweichen. Nochmal eine Zweierkombo. So. Und dann gleich ist sie schon ganz voll. Ja, hör mal auf jetzt zu nerven. Tiki, hör auf zu nerven, bitte. Mann ey, nochmal eine Zweierkombo. Und jetzt ist sie voll. Alles klar, dann machen wir den starken Angriff. Yay! Und machen dann einen doppelten Spezialangriff. Let's do this together, Azura. Yay! Und das war schon für Tiki. Alles klar. Gut, dann wechsle ich gleich mal zu den anderen, würde ich sagen. Und dann darf man Oboro jetzt gegen Rowan ein bisschen kämpfen. So, hallo Rowan. Ja, ja. So, dann, ich will schon... kann ich bitte anvisieren? Danke. Okay, dann erstmal ausweichen.
Moment. So, und dann 1, 2, 3, 4. Yay! Ja, okay, hält schon einiges aus, der gute Roven. Aber wenigstens sind wir auch im Waffenvorteil, deswegen dürfte es hoffentlich nicht so lange dauern, gegen ihn hier zu bestehen. Ich hoffe zumindest mal. So. Kabam! Ich kann da vielleicht gleich auch aber doch wieder einen doppelten Spezialangriff machen, weil es dann so schneller geht. Mal kurz wechseln, dann auch zu Nice. Und über ihn. Yay. So, das mache ich jetzt nur, dass ich dann gleich auch mit Nice hier meinen doppelten oder meinen speziellen Gefolge bekomme. Sehr schön. Dann wechseln wir und machen jetzt einen. Shall we join as one, Ogoro? Think before you speak, Niles. Yay! Oh Gott, der hält aber wirklich einiges aus, um nicht zu gehen, der gute Roven. Hält wirklich einiges aus. Ich werde am besten sogar nochmal wechseln. Und dann gleich wieder versuchen, hier meinen Spezialangriff mit Nice auch voll zu bekommen. Das dann gleich nochmal einen machen. Darf er, glaube ich, ganz geschickt so. Kann ich auch ganz schnell auffüllen, wie wir sehen können. Dauert ja nicht lange. So. Und dann gleich ist er voll. Nämlich. Ja, ist okay. Gut, dann wieder wechseln. Am besten erstmal den Schwachpunkt anzeigen lassen und dann gleich nochmal einen doppelten Spezialangriff machen. Einen, ja, auf zu blocken. Einen oder mach selber einen Angriff, ist auch okay. Und jetzt. Shall we join as one, Ogoro? Think before you speak, Niles. Yay! So, und dann noch ein Schwachpunktangriff. Ja, man merkt aber schon, dass wirklich hier Ogoro und Nice ein paar mehr Probleme haben. Hier im Kampf gegen Roven dann zum Beispiel. Weil sie halt eben auch noch keine Meisterklasse haben aktuell und jetzt auch noch nicht so mega heftige Waffen. Sie haben ja aktuell nur Silberwaffen. Und ist halt nicht so mega heftig und Roven ist auf einer Meisterklasse hier, gegen die wir gerade kämpfen. Und deswegen ist es dann schon verständlich, dass es nicht so einfach werden würde für die. Und da hinten kommen jetzt dann gleich noch mehr Gegner, die dann, glaube ich, habe ich gerade gesehen, alle auf meinen Befehlshaber gehen wollen. Aber das ist okay, weil ich habe ja noch die beiden hier und die können dann hier noch ein bisschen abgehen. Was machen meine anderen Einheiten eigentlich übrigens? Azura, was macht die? Die kämpft hier einfach so gegen irgendwelche Gegner. ich könnte sie schon mal zu Vayne schicken. Und schon mal gegen ihn kämpfen lassen, weil ich meine, ich muss dann am Ende auch noch gegen Anna auch kämpfen. Und wenn sie schon mal gegen Owain ein bisschen kämpfen, wäre es eigentlich ganz recht. Deswegen macht das mal so, genau. Gegen Owain. Alles klar. Und währenddessen werden dann mal noch hier Ogoro und Nice die Stellung ein bisschen halten bei diesen ganzen Gegnern, die jetzt auch da hier angelaufen kommen, da hinten. So. Und jetzt darf Roven endlich mal sterben. Bam. So, alles klar. Gut, dann mal kurz wieder zu Nice weit wechseln. Nochmal kurz hier ein bisschen in die Vierer kommen, vielleicht raus, und die ist ja ganz cool. Yay. Und dann nochmal ein doppelter Spezialangriff. You're shameless. I love it. Let's work together. Yay, okay. Und lebst sogar immer noch, aber dann gleich nicht mehr, meine liebe Malakete. So, und stirb. Gut. Dann dürfte, glaube ich, erstmal so bei meinem Befehlshaber alles safe sein. Im Hauptquartier bei Camilla ist auch alles safe, deswegen da mache ich mir auch keine Sorgen um irgendwas. Das sollte auch alles passen. Und dann werde ich am besten mal kurz dann gleich wechseln zu Azura, dass sie dann gegen Owain kämpfen darf. So, hallo Owain. Erstmal ausweichen. Dann 1, 2, 3, 4. Yay! Kabam. Ja, man merkt schon, dass hier Azura wirklich um einiges mehr Schaden machen kann, als jetzt halt Ogoro oder auch Nice, weil sie halt eine bessere Waffe hat und weil sie halt schon auf einer Meistertasse ist, ganz logisch. So, und dann das. Kabam. Ich habe übrigens schon ein bisschen Schaden genommen. Wie sieht es eigentlich aus? Okay, 7%. Erstes ist dann doch immer noch sehr weit weg von 80, aber trotzdem ist schon so ein bisschen was, weil ich irgendwie häufig in Attacken wie gerade eben auch einfach reinlaufe. Ich habe zwar auch immer die Doppelverteidigung häufig, ja, aber trotzdem laufe ich häufig in Attacken einfach rein, was ich eigentlich eher sein lassen sollte. Müssen wir mal ein bisschen abgewöhnen, würde ich sagen. Yay, Anna. Okay. Aber erstmal will ich dann noch weiterhin gegen Owain hier kämpfen, weil der ist ja eh gleich tot. So. Und das noch draufhauen. Und dann das. Reicht ja schon aus. Ja, okay. So, aber jetzt laufen sogar noch mehr Feinde zu meinem Befehlshaber, habe ich gerade gesehen, wo ich dann ein bisschen aufpassen muss gleich. Vor allem hier in der Mitte sind auch noch ganz viele Feinde. Also hier dann auf die 2000 Kills zu kommen, dürfte, glaube ich, auch jetzt kein großes Problem werden. Mir fehlen auch nicht mehr so viele, deswegen muss mir jetzt, wie gesagt, dann keine großen Sorgen mehr machen. Aber wo ich mir dann gleich noch eher vielleicht Sorgen machen muss, ist das Andenken von Anna. Weil es dürfte hier auch wieder eines geben. Haben wir ja gerade eben gesehen. Und deswegen dann gleich wird sie bestimmt noch auftauchen. Das ist jetzt nicht die feindliche Anna, sondern wiederum die andere Anna, die in den Laden hat. Weil wir wissen ja, dass es nicht nur eine Anna gibt, sondern dass es 1000 Millionen von denen gibt. Und dementsprechend wird dann gleich eine andere Anna auftauchen, die man dann etwas verkaufen will, hoffe ich zumindest mal.
Und ich kann auch währenddessen hier noch ein bisschen gegen ein paar Gegner kämpfen. Aber die sind mir eigentlich egal alle. Ja, nicht unbedingt, weil die rücken alle zu meinem Befehlshaber vor. Also ein bisschen aufpassen muss ich schon. Aber ich will eigentlich schon auch mit Azura gegen Enna kämpfen, weil sie halt auch wieder... Ich meine, Enna ist ja... Achso, ja, nee, gar nicht mal. Ich dachte jetzt, Enna hätte ein Schwert, aber sie hat ja einen Bogen. Deswegen ist es eigentlich sogar egal. Aber Azura ist halt stärker, deswegen das sollte schon am besten sie machen. Deswegen ich schicke sie dann mal hier so hin. Erstmal genau. Und ich gebe mal den anderen beiden hier gleich den Befehl, dass sie mal noch weiterhin den Befehlshaber beschützen sollen. Genau. Und ich muss dann gleich eh noch warten, wie gesagt, weil ich die Mission noch nicht abschließen kann oder will aktuell. Weil ich eben noch das Andenken von Enna brauche. Deswegen ich muss noch ein bisschen warten, leider. Aber wird dann gleich schon hoffentlich auftauchen. Es gibt halt immer noch viele Anzeigen, die im Weg sind, weil halt erstmal noch tausende andere Sachen mir hier klar gemacht werden müssen. Vor allem ist ja auch so, wir können sehen, ich habe halt jetzt schon die 2000 Kills, oder? Genau. Aber trotzdem ist noch sehr, sehr viel Rot und noch ein bisschen was Gelb auf der Karte. Also ich würde hier auch wieder locker auf 3000 K.O. oder sogar noch mehr kommen. Keine Ahnung, aber mir reicht das dann erstmal, weil ich halt... Okay, da ist sie. Sehr schön. Und ich wechsle am besten mal gleich schnell. Moment. Level das kurz holen. Und dann, wie gesagt, könnte ich noch viel mehr machen. Ich könnte noch irgendwie jede Festung einnehmen und alle möglichen starken Gegner besiegen. Aber ich habe da erstmal eigentlich jetzt keinen Grund dazu, weil ich dann doch eher die Mission eigentlich gleich abschließen will. Und das werde ich dann auch so tun, würde ich sagen. So, dann hallo Enna. Ich mache am besten erwecken. So. 1, 2, 3, 4. Yay, ja, sind auch relativ viel Schaden, das sollten wir recht schnell hinbekommen. Wie gesagt, alles andere haben wir auch erledigt, deswegen, das passt alles. Genau. Nochmal eine 4er-Kombo und nochmal einen schwachen Angriff. Und wir beenden es, ja, ist mir egal, wir beenden es mit einem Erweckungsangriff. Und noch ein Level up. Sehr schön. Ja, neue Nebenmission. Mission erfolgreich, genau. Okay, ja, wie gesagt, jetzt kann Azura dann schon ein bisschen mehr abgehen. Aber es ist natürlich trotzdem kein so ganz großer Vergleich zu dem, was da noch möglich ist. Weil der hat mir schon geschrieben, dass wenn ich halt einerseits die Segen und aber auch, oder halt die Schriften und die Segen aber auf einer Waffe zugleich habe, dass ich dann eine Waffenstärke von, ich glaube, 720 bekommen kann. Also das Dreifache von jetzt, das ist dann nochmal ein bisschen heftiger als aktuell, aber mal schauen. Und so lange dauert das ja auch schon gar nicht mehr, da wir am Ende von dieser Karte dann eben diesen Segen für Azura Sakralanze dann noch bekommen werden. Und dann wird sie sogar wirklich schon relativ bald eine Waffe mit einer Stärke von 720 dann, glaube ich, haben. Also das Dreifache von jetzt. Das ist dann wirklich ziemlich krass. So. Sie war auch wieder mal die Heldin. Alles klar. Dann noch neue Waffen. Elixier kriegen wir auch. Auch ganz gut. Weitere Materialien. Ein neues Bild hier, nämlich dieses hier. Und hier an Beran. Und wir können uns die Stimme von Cowan in der Ruhmeshalle anhören. Yay. Und hier an Beran. Und hier schon ein Aron zwischen Eis und Azura. Sehr gut. Yay. Und auch ein Modell von Eis können wir uns angucken. Alles klar. Gut. Und jetzt könnte ich ja an diese Mission auch schon spielen. Da komme ich ja jetzt hin. Da jetzt halt der besiegt war. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, davor kam ich nämlich nicht zu Cowan hin, weil ich nämlich erst noch halt entweder den oder auch den besiegen musste. Aber jetzt komme ich auf jeden Fall hin. Aber ich will mal dort natürlich die Mission noch aufheben und erstmal noch andere davor machen. Und zwar, was können wir denn jetzt noch machen? Ich meine, hier ist noch so eine Arena, die ich ja auch noch eigentlich machen wollte. Weil das ist noch die einzige halbwegs leichte Mission vom Level her. Und ja, machen wir mal die noch, würde ich sagen, oder? Ja. Okay. Das könnte jetzt dann schon die restliche Zeit des Parts füllen, denn wir wissen ja, dass Arenen immer ein bisschen dauern können. Vor allem halt wegen den ganzen Gesprächen, die da mal auftauchen. Oder halt zwischen den Anzeigen, zwischen den Sachen, die die Leute mal sagen. Aber vielleicht schaffen wir danach noch eine weitere kurze Mission, wenn es jetzt halbwegs schnell geht. Wir schauen einfach mal. Ich werde es wahrscheinlich jetzt hier auch dann so machen, dass es ein bisschen schneller geht. Dass ich schon einen der neuen Charaktere auf jeden Fall mitnehme, ja. Aber dann als andere Einheit noch einen meiner starken Charaktere, die halt schon hier Level 73 oder sowas haben. Das ist, glaube ich, ganz gut. Deswegen nehme ich auf jeden Fall da mal einen von den drei unteren eben mit. Und zwar, wen denn hier? Okay, Nice ist eh schon dabei und Azura auch. Da werde ich mal einen Nice vielleicht noch mitnehmen. Und dann hier anstelle von Azura halt einen anderen starken Charakter. Und zwar, ja, ich könnte wieder mal Ryoma mitnehmen. Das wäre eigentlich ganz gut, weil ich meine, also auf jeden Fall finde ich immer noch, dass Ryoma gegen einzelne Gegner der beste Charakter im Spiel ist. Gegen viele Gegner ist dann vielleicht doch, mittlerweile würde ich halt sagen, Lin eventuell besser. Aber gegen einzelne Gegner finde ich immer noch Ryoma am besten. Deswegen werde ich da mal ihn mitnehmen. Genau, okay. So. Alles klar. Legen wir auch gleich los.
Aber trotzdem werde ich so machen, dass ich schon auch Niles ein bisschen was machen lassen will. Ich werde es halt so machen, wenn ich halt merke, dass Niles einfach gar keine Chance hat, weil die Gegner viel zu stark sind, weil halt er noch relativ schwach ist und noch keine Meisterklasse hat, dann werde ich das schon eher Ryoma erledigen lassen. Aber wenn ich merke, dass er halt schon halbwegs Chancen hat, dann werde ich das schon ihn auch ein bisschen machen lassen. So, wir gucken gleich mal. Wie sieht es denn aus hier gegen die Gegner? Ja, macht er so irgendwie etwas, was man Schaden nennen könnte vielleicht. Ich kann mal kurz hier aufladen, wenn ich nicht gestört werde. Sehr gut. So, dann hingehen und dann Schwachpunkte abziehen. Wunderbar. Yay! So, alles klar. Das Monster ist schon besiegt. Und die Malakete bestimmt dann auch gleich. Der Kavalier hält auch nicht viel aus. Deswegen, ja, das werden wir dann gleich alles relativ leicht hinkriegen, schätze ich mal. So, bitte auf ins Blocken, meine liebe Malakete. Das wäre ganz nett. Genau. Ist der Kavalier schon gestorben? Alles klar. Und du dann auch gleich. Nämlich jetzt. Gut. Erste Welle war jetzt auch nicht schwierig auf jeden Fall, aber trotzdem ganz schön, dass es Nice hier geschafft hat. So. Ich kann mich am besten schon mal auf die nächste Welle eigentlich ganz gut vorbereiten, würde ich sagen. Ich möchte mich mal, wo ich mich dann hinstellen. Ja, hier vielleicht so. Und dann schon mal hier schön aufladen, dass dann gleich bereit bin, wenn dann die Gegner ankommen, dass sie gleich wieder dann einen schönen Fallschuss abbekommen werden. So. Ja, da kommt mal her. Ich stehe ein bisschen zu weit weg fast. Bemerken die mich? Nicht wirklich. Ja, dann soll ich mal doch hier vielleicht zu denen hingehen, ehrlich gesagt. Weil es wäre mir auch ganz recht, wenn ich natürlich wieder viele von denen auf einmal treffen könnte. Oder halt nicht nur einen. Ja, zumindest mal diese beiden hier, genau. Erstmal eine Vierer kommen, würde ich sagen. Und dann gleich wieder den starken Angriff aufladen. So. Und am besten natürlich um zwei Stufen. Ja, ich muss leider jetzt abschießen, weil die Malakete wollte gerade einen Angriff machen. Das hätte ich nicht geschafft, leider. Das ist ein bisschen ärgerlich, wir müssen jetzt damit leben. Aber vielleicht schaffe ich es ja jetzt. Mal gucken. Mach keinen Angriff. Ja, sehr gut. Einfach nur rumstehen, brav. Und kabam. Sehr gut. Und nimm das. Yay! Okay, und komme ich noch zum Rittmeister? Nicht mehr leider, weil da war ja auch noch seine gelbe Anzeige da. Aber habe ich nicht ganz geschafft leider, aber ist schon okay, würde ich sagen. Passt schon. So, nochmal eine Vierer-Kombo. So, und jetzt mal nochmal dann einen starken Angriff aufladen. Ja, der schwache Angriff reicht mir jetzt mal. Ja, das war gar nichts leider. Aber so oder so, wir können ja sehen, hier Rittmeister schon tot und Fafnir. Hält es auch nicht mehr so viel, so unendlich viel aus, deswegen das passt schon. Machen wir kurz hier einen Angriff von Ryoma, genau. 1, 2, 3, 4 nochmal. Schafft es jetzt mit der 4er Kombo? Ja, ist ein bisschen blöd, weil selbst mit der Standard-Kombo bin ich einfach zu langsam und schaff's nicht ganz, den Schwachen abzuziehen. Und er zieht sich eben zu schnell wieder ein. Ist ein bisschen blöd auch, aber müssen wir jetzt damit leben. Ah, der Fafnir ist eh schon gleich tot, genau. Und du bist nur ein Kavalier, deswegen du dürftest eh nicht viel aushalten. Und schon durch normale Schüsse relativ schnell sterben, wie wir sehen können, wenn du dich blocken würdest. Das wäre eigentlich ganz nett. So, bitte nicht blocken. Und hier die 4er Kombo wie einen Mann ertragen. Genau. Macht dann nämlich schon einiges an Schaden. So. Nochmal vielleicht die 2er-Kombo zwischendurch, auch ein bisschen genau. Und dann gleich wirst du sterben. Nämlich jetzt. Gut. Also ja, die ersten beiden Wellen waren dann doch jetzt auch kein so großes Problem für Niles. Wir merken aber dann doch schon, dass bei ein bisschen stärkeren Gegnern er dann doch ein bisschen braucht. Und deswegen werde ich halt dann auch aus Zeitgründen jetzt dann häufiger auch mal Ryoma dann nehmen, dass auch eher ein bisschen was machen darf. Ich werde noch kurz hier dann wieder meinen starken Angriff gleich aufladen. Ich war jetzt zu langsam leider. Ja, ich bin zu langsam, verdammt. Ich muss kurz ausweichen. Nämlich erstmal Schaden genommen. Und ich sollte natürlich, ja, aufzunerven, primär auf Wälder gehen, weil nämlich er am stärksten natürlich ist. Und wie machen wir ihm so Schaden? Ja, geht so. Auch nicht so wirklich viel. Ich kann mal vielleicht dann hier gleich einen doppelten Spezialangriff machen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Erstmal noch mal kurz eine Vierer-Kombo. Moment. So. Und dann am besten mal kurz meinen starken Angriff aufladen und dann einen doppelten Spezialangriff. So. Ja, Mann, ey, ich hasse dich. Dann mache ich einfach so einen. Passt schon. Yay! So, und das hat gegen alle ausgereicht, weiß. Das war kein Problem. Dann mal das hier Ryoma geben. Und den blauen Trank, nice, dass dann er nämlich gleich erwecken kann. Ja, das ist nämlich auch für Bogenschützen wirklich ganz gut, wenn die erwecken können, dass sie halt dann auch ganz normal durch den vierten Schlag ihrer Combo dann einen Schwachpunkt schon anzeigen lassen können, was sie ansonsten ja nie können, da sie halt nie im Waffenvorteil sind. Deswegen ist da ein Erwecken schon ganz nützlich, würde ich sagen. So. Ich werde es aber dann vielleicht mal doch sogar hier hinstellen, weil bisher war es nämlich jetzt immer so, dass in der Mitte die stärksten Gegner aufgetaucht sind, also hier direkt vor mir. Und wer jetzt dann gleich da auftaucht, wird dann gleich einen schönen Schuss abbekommen. Obwohl es vielleicht nicht funktioniert, weil vielleicht ist es so, dass dann während der Intro-Sequenz von dem Charakter, der dann gleich wieder da nämlich vielleicht spawnen wird, dass dann währenddessen ich dann meinen Schuss automatisch abgeben muss und dass ich dann aber halt, weil gerade die Intro-Sequenz spielt, dann entsprechend den Charakter nicht treffen kann. Das könnte passieren leider. Aber wir gucken einfach mal. So. Wenn die ganzen Gespräche aufhören würden. Ich kann mir nochmal hier lustig im Kreis drehen. Okay. 3 Kämpfe gewonnen. Ja, ich weiß, Spiel. Gib mir noch mein Geld und dann geht's bitte gleich weiter. Genau. So, wer kommt denn jetzt?
Also ich halte immer weiterhin den X-Knopf gedrückt, aber okay, ich muss abschießen leider. Und Sander haben wir. Hier habe ich ihn getroffen jetzt. Nein, wenn ich erst danach komme. Deswegen, das bringt mir nichts, das Aufladen leider. Ist ein bisschen blöd, da müssen wir jetzt damit leben. Mann, ich war zu langsam, schade. Aber okay, na gut, dann nicht. Wenn ich jetzt dann nochmal kurz Ryoma nehmen, würde ich sagen. So, hallo Sander. Ja, erstmal ausweichen. Und jetzt erstmal treffen und Ryoma ist nackig. Yay, yeah, ja genau, hat immer noch Rüstungsraub. Und kann man gleich mal kurz das angucken. So sieht dann Ryoma ohne seine Rüstung aus. Wunderschön einfach nur. Okay, jetzt erstmal ein bisschen hier auf Sander draufhauen. 1, 2, 3, 4. So, dann nochmal 1, 2, 3. Und 1, 2, 3, 4. Kabam! Und auch hier Rüstungsraub. Und Sander ist auch nackig. Oh, sieht das lächerlich aus, ey. Zwei so nackige Idioten, die sich da bekämpfen. Seneca! Yay, Prinzessin Seneca! Okay. Gut, und ist sie jetzt auf einer Meisterklasse? Ich weiß gar nicht genau, was jetzt da offiziell gewandt dann für eine Meisterklasse spricht. Ich habe keine Ahnung. Ich werde am besten hier mal eine Dreierkombo machen und dann mal mit Nice aber einen doppelten Spezialangriff, dass wenigstens hier einen machen darf. Yay! Und Level Up, sehr schön. So, Selika hält noch ein bisschen was aus. Deswegen, ja, sie hält ein bisschen viel aus, deswegen sollte dann doch auch am besten Ryoma erledigen, würde ich vorschlagen. So, 1, 2, 3, 4. Bam! Übrigens, ich will mal kurz die 5er-Kombo von Ryoma austesten, weil die habe ich mittlerweile. Und ich habe, glaube ich, die noch nie gesehen, die 5er-Kombo zuvor. Ich will mal kurz auschecken. Ich mache erstmal einen speziellen und schwachen Angriff, aber dann gleich werde ich sie mal austesten. So, nimm erstmal das. Bam! So, dann jetzt nochmal kurz erstmal die 3er-Kombo und dann die 5er-Kombo. Sieht nämlich so aus. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, da übertreibt er auch ein bisschen, aber ist leider ein bisschen zu langsam sogar, ehrlich gesagt, weil die sehr schwachen wieder einzieht. Aber die sieht ziemlich cool aus, auf jeden Fall, muss ich zugeben. Nochmal. Ah, okay, das ist ziemlich cool, weil ich kann mich da nämlich währenddessen auch tatsächlich ziemlich frei drehen und dann halt hier so meine Schlitze irgendwo hinschießen, wo ich will. Und dann halt so alle Gegner um mich herum auftreffen. Deswegen, ja, die ist, glaube ich, auch dann gegen viele kleine Gegner ziemlich gut. Wie sieht es so vom Schaden her aus? Wie viel Schaden macht die so? Nochmal kurz. Ja, doch, ist auch auf jeden Fall nicht schlecht. Also es war jetzt nicht mega viel unbedingt, aber ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Deswegen, ja, die 5er-Kombo ist, glaube ich, auch ganz cool von ihm, würde ich sagen. Gut. So, dann gebe ich mal das hier noch auf Nice. Den Trank will ich sogar eher Ryoma geben, weil nämlich Nice eh schon in den Erweckungsmodus wechseln kann, aber halt Ryoma noch nicht, deswegen ich gehe es mal nach ihm hier, dass dann das er vielleicht auch gleich noch irgendwie machen kann. Mal gucken. Und es gibt ansonsten keine weiteren Tränke mehr. Nein? Gut. So, und jetzt kommt Ryoma. Ryoma gegen Ryoma, aber der ist noch angezogen, im Gegensatz zu mir. Da muss er jetzt gegen ein nackiges Ebenbild von ihm kämpfen. Das muss auch etwas seltsam für ihn sein. Aber okay. Bam. Gut. Dann nochmal eine Dreier-Kombo. Und zack. Und dann 1, 2, 3, 4, 5. Ja, aber es ist nicht so gut, wie gesagt, zum Schwachen der Eier abziehen. Weil es dann doch ein bisschen zu langsam leider ist. Da ist dann doch die 4er-Kombo auf jeden Fall noch besser. Würde ich behaupten. Yay. Yeah. Und jetzt der Kampf der Nackigen oder Halbnackten oder so. Ach Gott, ey. Aber jetzt mal kurz nochmal die Schlitze. Ja, die Reichweite von den Schlitzen hier ist eigentlich auch ganz lustig. Deswegen, ja, ist, glaube ich, echt eine ganz coole Kombo, wie gesagt. Ey. Okay, jetzt dann gleich wird eh wieder der nächste auftauchen. Nämlich nach Baal. Aber der ist, glaube ich, auch keine Meisterklasse. Deswegen, das sollten wir auch halbwegs hinkriegen. Darf deswegen mal wieder kurz Nice erledigen. Soll jetzt mal eher kurz vielleicht den Erweckungsmodus machen. Das lohnt sich sogar eigentlich fast gar nicht, finde ich, weil nämlich eh schon fast alle tot sind. Und vor allem, weil eben Nabal nicht auf einer Meisterklasse ist. Und ich lass mal, ich werde mal jetzt einfach einen machen. Aber dann nicht erwecken extra, das passt schon. Bam! So, und Nabal ist auch fast tot. Yay, yeah, ja, das schafft Nice dann selber, würde ich sagen. So. Kann ich es ganz aufladen? Er steht nur rum, deswegen ja kann ich, sehr gut. Vielen Dank, sehr freundlich, mein Lieber. So. Und dann, wenn ich schaffe, es abzuziehen. Na, ich schaffe es nicht leider, weil ich zu langsam bin, verdammt nochmal. Dann darf er aber trotzdem auch gleich sterben. Moment. So. Nämlich. Na komm. Nämlich. Jetzt hat noch ein Schuss, willst du mich verarschen? Noch ein Schuss hat gefehlt. Nämlich. Jetzt. Danke. So. Gut. Und genau, dann fehlt ja auch schon nur noch eine weitere Welle, die wir dann gleich noch schaffen müssen. Und das werden wir schon auch hinkriegen, hoffe ich mal. Das nimmt sich mal, weiß nicht. Ja, ich meine, das ist eigentlich egal, beide haben wir in etwa gleich viel. Ich muss einfach beides nice, passt schon. Okay.
Gut. Und dann will ich aber doch auf jeden Fall mit Nice auch noch gleich dann erwecken machen, würde ich sagen. Dass dann er da währenddessen auch noch ein bisschen abgehen darf, auf jeden Fall. So. Ja, ganz ruhig, Napal, alles ist gut. So. Ja genau, okay. Also jetzt wollte ich gerade wieder die eine Taktik benutzen, dass ich mich hier so hinstelle und dann einen Pfeil aufladen. Wir haben ja gerade eben gesehen, das wird nicht klappen, leider. Weil in der sechsten Welle werden auch wieder Charaktere kommen. Und deswegen wird es dann nicht ganz funktionieren, leider. Ich meine, wenn es so wäre, dass hier keine Charaktere kommen, dann wird es schon funktionieren. Weil es halt nur wegen der Intro-Sequenz, dass ich da unterbrochen werde. Aber es ist halt so ein bisschen blöd. Die andere Möglichkeit, die ich noch hätte, ist, dass ich halt die Intro-Sequenz mal irgendwann abstelle. Was ich schon mal auch irgendwann vorhabe, aber aktuell noch nicht, deswegen, das passt schon, ne? So, da ist Tiki auf jeden Fall. Aber auch die normale. Deswegen, das sollten wir auch halbwegs hinkriegen, hoffe ich mal. Aber ich will eigentlich noch nicht jetzt erwecken, sondern dann gleich erst, wenn dann auch noch der nächste Charakter aufgetaucht ist. Der dann bestimmt nochmal auch ein größeres Problem für mich sein wird. Deswegen, ich werde es mal noch erstmal lassen. Und dann aber auf jeden Fall gleich erwecken, würde ich vorschlagen. Aber ich kann schon mal vielleicht hier von Tiki mal kurz ihre Rüstung hier abzocken. So, glaub mich hier bitte. Ja, Moment, aufpassen. 1, 2, 3, 4. Bam! Und dann nochmal eine Dreier-Kombo. So, ja, auf zu nerven jetzt. Moment. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3, 4. Bam! Gut. So, dann müssen wir uns wie gesagt noch ganz kurz warten. Ich kann auch vom Fafnir, der hält ja auch einiges aus. Auch noch von ihm, verdammt, von ihm noch kurz vielleicht seine Rüstung ihm abzocken. Seine Rüstung in Anführungszeichen, weil er trägt ja auch voll eine, ne? Aber kann ich ja. Genau. So, und da ist sogar noch ein Assassin da hinten. Aber der kommt irgendwie nicht ganz her, aber ist okay, weil die Wächter dann auf jeden Fall gleich auch noch klein kriegen. Das dürfte schon passen, ne? Der andere Assassin nimmt ja auch halbwegs viel Schaden. Und da ist jetzt Lin. So, Meister ist sie, deswegen Japsi ist auf einer Meistertasse. Aber mal gucken. So, dann wechseln wir kurz und werden da mal erwecken machen. Ich muss mal ein bisschen aufpassen jetzt, weil ich nämlich schon ein bisschen Schaden nehmen könnte auch mit diesen ganzen Gegnern hier. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Aber schaffen wir schon. So. Vierer-Kombo. Ja, hier noch weiter draufhauen. So. Also übrigens, aber okay, was mir gerade auffällt, das wusste ich gar nicht mal so genau. Aber es ist sogar so, dass ich bei Bogenschützen mit dem vierten Schlag einer Combo, da kann ich, wenn ich mal weg im Modus bin, da kann ich dann den Schwachpunkt gar nicht anzeigen lassen. Ich dachte, das würde auch bei Bogenschützen oder bei Magiern oder sowas zum Beispiel gehen, aber das geht anscheinend wirklich nie, dass sie mit dem vierten Schlag dann den anzeigen lassen können. Das geht wirklich nur, wenn ich halt auch tatsächlich im Waffenvorteil anscheinend bin. Das wusste ich nicht genau, weil ich meine, gerade habe ich es nicht probiert, aber bei Lin habe ich nie den Schwachpunkt halt mehr anzeigen lassen können. Das Einzige, was halt geht, ist, wenn halt ein Gegner einen Angriff macht, dass halt dann der Schwachpunkt sichtbar wird. Und dann ist der Schwachpunkt schon auch gelb, das schon, aber ich selber kann durch den vierten Schlag meiner Combo dann den nicht anzeigen lassen. Aber okay. So, dann wär's mal kurz mal Ryoma hier ein bisschen auf Lin drauf haben, weil es dann doch Lin ein bisschen zu viel für meinen Geschmack aushält. Und ich will es mal am besten zum Assassin hinterprügeln, dass ich dann währenddessen gleich auf beide gehen kann. So, kabam. Gut. Weil der Assassin hat ja auch noch volle Leben, weil er irgendwie bisher keinen Bock hatte, herzukommen. So. Deswegen ist immer noch mal weiter nach hinten gehauen, genau. Und dann mache ich aber gleich nochmal einen doppelten Spezialangriff. Aber erstmal mal weiter draufhauen. Yay. So, auf den Assassin auch noch ein bisschen mehr, genau. Wunderbar. Yay! Okay. Und so viel halten die jetzt auch schon gar nicht mehr aus, die beiden. So, am besten nochmal kurz eine Dreier-Kombo. Wechseln. Und Doppelspezialangriff. Yeah, okay, das war gerade eine coole Kameraperspektive, finde ich. Und nimm das. Also lebt er sogar immer noch. Dann machen wir es mal mit einem normalen Schuss einfach, würde ich sagen. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf einen Doppelspezialangriff. Oder so vielleicht. Hui. Denn irgendwann wird sie, glaube ich, auch sterben. Ja, ich will, es ist aber zu weit weg fast schon. Aber meist halt hier mit normalen Schüssen einfach, mit der Standard-Kombo. So. Und. Erlen. Und stirb. Success. Yay! Und 13.000 Goldmünzen. Ist das es? Ich war wirklich hoffen, für mehr von dir. Gut, ja, aber leider waren es dann auch in diesem Part wieder nur zwei Missionen, da halt, wie gesagt, zur Arena relativ lange dauern, vor allem, weil ich halt auch Nice ein bisschen benutzen wollte, wenn ich halt hier jetzt wirklich nur ausschließlich Ryoma benutzt hätte, oder auch noch einen anderen starken Charakter, wäre es vielleicht schneller gegangen, aber ich wollte halt auch Nice ein bisschen benutzen, und deswegen waren es dann eben nur zwei Missionen, aber das passt schon. Okay.
Wir kriegen dann noch übrigens auch eine Bogenbahnlanze. Alles klar, mit Bogen beherrscht, schätze ich mal. Genau. Noch weitere Waffen. Und auch ein paar Materialien. Und keine Supporterhöhung, aber okay. Gut. Aber dann würde ich erstmal sagen, Leute, was ist denn hier auf diesem Part von Let's Play Fire Emblem Warriors hier beim Fates DLC? Beim nächsten Mal geht es dann noch weiter mit ein paar weiteren Random-Missionen, bevor wir dann uns wirklich auch diese Mission hier angucken werden. Lass mal kurz nachziehen, wie viele Missionen fehlen uns jetzt noch. Also hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Missionen fehlen uns noch. Das heißt, wir dann wahrscheinlich in 3 Parts die Karte schon abschließen können, also zumindest halt erstmal vorläufig abschließen können. Ich weiß noch nicht genau, wie es hier bei den DLC-Karten überhaupt ist. Vielleicht gibt es ja bei den DLC-Karten dann gar keine Raumzeitverzerrungen oder sowas. Das kann ja auch sein, ich habe keine Ahnung. Wir werden dann schon noch alles sehen, aber ich denke mal nicht, dass wir es in 2 Parts schaffen, da wir dann in einem Part 4 Missionen machen müssen. Und das schaffen wir bestimmt nicht, aber in 3 Parts sollten wir es dann doch hinkriegen, die Karte hier abzuschließen. Wir werden dann schon noch alles genauer sehen. Okay. Auf jeden Fall würde ich mich dann auch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.